Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar. Etwas früher als sonst, aufgrund terminlichen Gründen, ziehen wir das einfach mal vor den US-Start der europäischen Handelseröffnung. Wir haben 8.30 Uhr und ich möchte Ihnen heute mal das Währungspaar Euro gegenüber dem britischen Pfund vorstellen. Eigentlich war ja fast eine Pause geplant, aber es scheint ganz interessant und zeitlich einrichtbar, dass wir das heute doch nochmal auf die Spule nehmen. Euro-Britisch-Pfund, wie gesagt, heute interessant. Dienstag, leicht bullischer Handelstag. Wenngleich die Prozentwerte hier im Sinne der 52-Wochen-Tendenz übersichtlich sind. Aber wir sind hier leicht im positiven Terrain. Und was wir unlängst gesehen haben, ist gerade mit Blick auf den großen Chart, auf das große Chartbild hier auf Monatsbasis, dass das Währungspaar hier am seit langem benannten Widerstandslevel um 0,91 hier in dieser Zone, das waren hier Hochs aus dem Jahr 2011 und hier diesem Kampf der Bullen und Bären hier aus dem Jahr 2009. Ja, das war ein Ziellevel, das wurde schon relativ lange hier im Devisenradar angesagt. Das wurde punktuell erreicht, sogar mit einem Hoch hier in Richtung 0,93 plus überschritten. Aber Sie sehen es seither notieren oder dominieren hier die Bären mit fallenden Notierungen. Und ja, es sieht doch jetzt eher so aus, als würde der Euro hier nochmal zur Schwäche neigen gegenüber dem britischen Pfund. Natürlich hat der Euro hier insbesondere dann auch im Juni vom Brexit-Event profitiert. Jetzt kehrt sich das gerade ein Stück weit um und das wollen wir uns mal genau anschauen. Hier im Tageschart auch eine Prognose einer vergangenen Bewertung. Auch hier wurde schon angenommen, dass wir wohl eher fallende Preise sehen. Das zog sich noch ein Stück weit hin. Der Oktober hier eher seitwärts, aufwärts gerichtet. Also keine wirklich klare Tendenz. Aber dann mit Beginn des Novembers sackten die Notierungen ab. Und wir notieren hier jetzt schon an einem recht interessanten Niveau. Wenn wir uns das nochmal hier betrachten dürfen. Wir haben das 61er Level hier, die Unterstützung auch gebrochen und sehen hier einen Aufwärtstrend kommen vom Sommer des laufenden Jahres und dieser Bereich sieht sehr, sehr interessant aus für einen möglichen Rebound. Falls Euro-Britisch-Pfund nochmal zurücksetzen sollte, wäre hier der Bereich um 0,85, kleine Spikes hier sicherlich sehr, sehr interessant. Es kann aber auch schon direkt zu steigenden Notierungen kommen, die den Euro hier zunächst in einen kurzfristigen Vorteil bringen. Spikes nach unten, wie gesagt, könnten hier mit Touch dieser Aufwärtstrendlinie eine schöne Einladung sein, um sozusagen günstiger auf einen möglichen Aufwärtsimpuls setzen zu können. Sieht, wie gesagt, sehr, sehr interessant aus. Kurzfristig scheint es so, dass der Euro gegenüber dem britischen Pfund hier nach oben drehen könnte. Das wird jetzt saisonal nicht unbedingt gestützt. Wir sehen es hier im Novemberverlauf. Bis Anfang Dezember eher fallende Notierung, deswegen hier kleine Tipps nach unten nicht unbedingt auszuschließen, aber wie gesagt, die Saisonalität auch recht überschaubar hier in der Punkteskala, also es geht zwar nach unten, aber auch nicht mit so einem dynamischen Rückenwind. Insofern mal beobachten, wie das weitergeht. Kurzfristig sieht es ganz interessant aus, als insofern das Währungspaar hier aufdrehen könnte. Richtig kritisch wäre es, wenn wir hier zu tief zurücksetzen und insbesondere hier die Unterstützung bei 0,8350 etwa rausnehmen, diese horizontale Linie wäre, wenn sie denn gebrochen werden dürfte, dann hier sicherlich ein Startschuss für eine stärkere Abwärtsbewegung, die ich jetzt nicht unbedingt sehe. Also ich würde hier eher mutmaßen, dass der Euro sich stabilisiert, seitwärts tendiert, aber falls es eben unter 0,8350, 0,83 geht, muss man das auf der Agenda haben. Für heute Intraday-Bereich, deswegen denke ich mir, ist es auch interessant, das Währungspaar anzuschauen, haben wir eine positive FTSE-Vektorlogik. Zum einen, wie gesagt, der Wochentag ja leicht bullisch, hier der Stundenchart zum Währungspaar und da sehen wir eine schöne Range im Groben, die sich hier sozusagen mal salopp eingefangen so darstellt. Und genau dieses ist es, worauf man Wert legen sollte, für den Fall, dass man mit ansteigender Notierung rechnet. Wir haben hier das Level um 0,8626. Auch da hatten wir heute schon das Hoch gesehen. Sollte Euro-Britisch-Pfund da nochmal hinsteigen, dann denke ich, kann es interessant werden, denn wir haben hier ein sehr, sehr bullisches Pattern heute. Ja, also hier in 377 Fällen der Vergangenheit mit einer Trefferquote von 75% gab es einen Zugewinn von 0,54% im Schnitt. Und das sieht ganz gut aus, als dass hier wirklich der Euro jetzt eine Erholung erfahren könnte. Auch Intraday betrachtet eben sieht das sehr, sehr interessant aus. Und wenn es ein neues Tageshoch geben könnte, mit dem positiven Wochentag und dieser positiven FTSE-Vektorlogik im Rücken, könnte es hier durchaus weiter nach oben gehen. Und das dürfte, und das haben Sie gerade vielleicht gar nicht gesehen, im Eifer des Gefechts rein statistisch bis 0,8675 gehen. Hätten wir auch hier das Resistance Level 2
vor uns liegen. Moment halt, hier ein Stück weiter höher, hier in diesem Bereich. Resistant Level 3. Also wäre im Prinzip die durchschnittliche Range dann auch sehr, sehr schön abgeschöpft. Und ja, das sieht ganz gut aus. Warten wir mal ab, was passiert, ob der Euro uns den Gefallen tut. Rein technisch sieht es, wie gesagt, sehr, sehr interessant aus. Und insofern wäre es das schon heute für die Beschau zum Devisenradar gewesen. Etwas früher als sonst. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem gefallen. Wenn Sie mögen, natürlich morgen gibt es wieder das nächste Devisenradar, das Webinar am Nachmittag und heute am Abend auch nochmal ein Webinar zu den MT4 Add-ons. Also viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen was, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.